Genau, nachdem man sich mit den eher schlechten Auswirkungen des Menschen im Internet beschäftigt hat, ist vielleicht auch mal Zeit für ein paar Memes und ein paar Katzenbilder. Und dass man auch mit Katzen die Welt verbessern kann, das zeigen uns Sophia und Celia. Also, wie vorhin auch schon erwähnt wurde, sind wir die beiden, für die das hier alle etwas Neuland ist sozusagen. Wir hatten davor eigentlich nicht wirklich Vorerfahrungen zu dem Thema und sind auf diese Veranstaltung über meine Freundin gekommen und wir auch über unseren Lehrer, den Herrn Haschler. Und dachten uns einfach mal, dass es sich sehr interessant anhört und das einfach mal ausprobieren wollten. Und haben dann jetzt hier erstmal sozusagen mehr so die Grundlagen geübt und dann das einfach mal uns ein bisschen erprobt quasi und einfach mal mit den Sachen, die wir jetzt gelernt haben, versucht, etwas ein bisschen zu erarbeiten. Ja, wir haben jetzt eben im Endeffekt so eine Katzen-Tag-App gebaut, beziehungsweise auch Hunde-Tag-App. Die ist nicht kompliziert, ist im Vergleich zum ganzen Rest hier eigentlich ziemlich sinnlos, sagen wir es mal in dem Sinn. Aber es ist eigentlich sozusagen, diese App oder die Website zeigt immer wieder unterschiedliche Bilder an. Das ist halt immer, wenn man die Website sozusagen neu lädt. Was? Ja, okay. Es kann funktionieren. So, das ist jetzt eben sozusagen das Grobe. Es werden halt einfach immer neue Bilder angezeigt von Katzen und Hunden, je nachdem, wenn man es halt neu lädt. Und der Sinn dahinter, was man eben noch weitermachen könnte, wenn man das möchte, dass die Community, dazu ist hier unten eben dieser Submit-Button und da steht ja so in this, is this a cat or a dog, dass sozusagen die Community sagt, ob das eine Katze oder ein Hund ist und das so ein bisschen beschreibt, das Bild sozusagen. Damit man im Endeffekt vielleicht für Blinde oder sowas eben eine Beschreibung sozusagen von dem Bild machen könnte, damit eben auch Blinde diese App sozusagen nutzen könnten. Willst du noch was sagen? Ja, weil das dann, dadurch, dass man das halt dann als App benutzen könnte oder Website aufrufen könnte, wären das dann halt sehr viele Menschen, die man erreichen würde und dadurch würde man sich viel Arbeit sparen, um einfach zum Beispiel, wie gesagt, blinden Menschen oder so einfach auch ein bisschen das Internet oder solche Möglichkeiten, die wir sonst haben, näher zu bringen.